So. Hallo. Ja, ihr und beziehungsweise Sie fragen sich ja sicherlich jetzt, warum wir alle hier sind. Erfahrt ihr auch gleich, nachdem ich ein paar Worte gesagt habe. Ja, also, lieber Kalle. Eine Ahnung, ja, das ist gut. Also, lieber Kalle. Bester Hausmeister, den man sich vorstellen kann. Und, ja, also, du bist wirklich immer wieder Freund und Helfer in der Not, wie man so schön sagen kann. An Sachen wie einen Stammkundenrabatt oder sowas kann man sich gerne zurückerinnern, den ja einige von uns bekommen haben. Ja, gestern hattest du ein schönes T-Shirt an, We Love Kalle. Zeugt ja davon, dass wir dich alle super lieb haben und dich sowas von vermissen werden. Und auch Herr Lüthen, grandioser Schulleiter, Sie haben uns immer unterstützt, wenn wir irgendwas wollten oder irgendeine Aktion hatten. Sie haben fast immer Ja gesagt, eigentlich immer. Ja, und darum, weil wir Sie so vermissen werden, haben wir eine Kleinigkeit mitgebracht, eine symbolische, zwei Merci-Packungen. Die kann Gianluca mal eben rüberbringen. Und weil wir uns alle einmal mit einem kleinen Liedchen verabschieden wollen, würde ich sagen, wir fangen dann mal an. We are the ones who make a brighter day, so let's shine.
and me. Wir sind ja beide ganz gerührt jetzt und wir beide können nur sagen, es war eine wunderbare Zeit, richtig, eine tolle Zeit hier an der Schule. Und jetzt sagen wir Goodbye. Ja, aber einmal darf ich noch mal kurz was sagen. Und ja, das dauert nicht lange, eine Stunde. Und zwar, ich bin ja am 10.09.2001 hier angefangen. Und dann habe ich gedacht, drei Wochen vorher guckst du mal, wo die Schule ist. Und dann bin ich mit meiner Tochter, die war 14 Jahre, bin ich hierher gekommen und dann sagte sie, bei dieser Schule willst du anfangen? Da habe ich gesagt, wieso? Und sagte, guck mal, draußen ist alles mit Graffiti vollgemalt. Und das sah wirklich nicht so gut aus. Die Bushaltestelle war vollgemalt und da habe ich gesagt, na gut. Und dann hatte ich aber Schüler, die waren schon, was weiß ich, 5, 6 Jahre hier. Und da waren noch so ein paar bei, die waren nicht so lieb wie ihr zum Beispiel. Und ja, und irgendwann, wie die Fünftklässler kamen, da konnte man die sich, sag ich mal, wir sind wie eine Familie aufgewachsen. Und es wurde immer besser. Und komischerweise, die machen kein Blödsinn mehr, die malen nichts mehr voll, die Toiletten bleiben sauber. Das war eine wunderschöne Sache. Und jetzt, ich bin ja jetzt 63,5 Jahre alt. Aber ich fühle mich nicht wie 63,5, sondern wie 58 höchstens. Und das ist euer, das ist euer Verdienst. Weil wenn man mit jungen Leuten zusammenarbeitet, dann bleibt man noch jung. So, das ist euer, und wie gesagt, euer Verdienst, dass ich jetzt eigentlich jetzt 58 bin. Und jetzt müsstet ihr sagen, Herr Lange, mit 58 dürfen Sie gar nicht in Rente gehen. Ja, soll ich noch bleiben? Nein. Nein. So, das war's von meiner Seite, ja? Beifall für euch. Ich klatsche jetzt. Schön.